Seid gegrüßt, meine geliebten Seelenleuchttürme. Heute das letzte Mal aus Eitorf. Und es gibt mal wieder etwas zu feiern. Ich stoße auf euch an. Wir alle haben nämlich heute Geburtstag. 3 Jahre Seelenleuchttürme. Ich trinke jetzt nicht, sonst habe ich wieder hier den Granatapfel zwischen den Zähnen. Citre mit Granatäpfelchen. Sehr empfehlenswert. Aber lasst uns nicht vom Thema abkommen. Die Seelenleuchttürme gibt es heute genau 3 Jahre lang. Und vor 3 Jahren hatten wir den Impuls, Yvonne und ich, diesen Kanal ins Leben zu rufen. Ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt. Ich hatte den Impuls auf einer Fahrt durch Kanada und hatte diesen Begriff Seelenleuchtturm, kam mit einem Bild und mit einer Idee nach Hause. Yvonne hat dann den Leuchtturm entworfen und seitdem ist es unser Kind. Wir nähren es mit viel Liebe, mit Lebensfreude und das spürt ihr hoffentlich. Und es ist zu einem Teil von uns geworden, zu einem ganz, ganz wichtigen. Ihr seid das, die uns ans Herz gewachsen sind, eure Kommentare, eure privaten Nachrichten, eure Liebe, die ihr uns sendet. Und der schönste Satz, der immer mal wieder kommt, ist, ohne euch hätten wir die Zeit nicht überlebt, ist vielleicht ein bisschen dramatisch ausgedrückt, aber ohne euch hätten wir diese Zeit nicht so gut überstanden und ihr habt uns so viel Kraft gegeben. Und das war der Plan, meine Lieben, das war die Idee dahinter. Denn wir hatten es damals noch in Kanada sehr gut, im Gegensatz zu dem, was in Deutschland alles so gewesen ist. Und wir waren so in unserer Kraft, dass wir gesagt haben, das möchten wir mit euch teilen, euch geben. Wir möchten mit euch die Flügel hochhalten. Und das war unser Ziel, jeden Tag, mehrmals in kleinen Dosen. Und heute möchte ich euch danken, dass ihr bei uns seid und dass ihr mit uns diesen Weg geht, der manchmal holprig ist, und dass ihr mit uns leuchtet oder uns die Chance gebt, dass wir euch anzünden können. Ja, jetzt möchte ich gar nicht so viel reden. Mein weiterer Wunsch, meine Vision ist, dass wir uns eines Tages alle an den Shirts erkennen. Ich habe so viele gemalt und ich hoffe, dass es auch vielleicht aus Kanada klappt in einer anderen Form. Wir haben große Pläne mit den Workshops, mit gemeinsamer Arbeit hinsichtlich einer neuen Welt. Und was mir am meisten am Herzen liegt, ist, Menschen zu ermächtigen, ihnen Wege zu zeigen, selber für sich gut zu sorgen energetisch, sich selber zu helfen, also die Hilfe zur Selbsthilfe zu geben und zu vermitteln. Und das durch Energiemedizin, weil alles energetisch beginnt. Alles, was körperlich plötzlich sich zeigt, ist manifestierte Energie. Das heißt, im Grunde sind es alles unterdrückte Gefühle und nicht gelebtes Leben. Und da gehen wir hin, dass wir da nachschauen und dass ihr lernen könnt, selber zu schauen, selber wieder mit eurem Inneren Kontakt aufnehmt und dann auch das Handwerkszeug bekommt, das selber zu lösen und zu heilen. Ja, große, große Wünsche. Das andere ist, dass wir irgendwann mal vielleicht alle miteinander in Dörfern leben können, so wie wir das brauchen. In Ruhe, in Frieden,
mit natürlichen Lebensmitteln und mit Menschen, die liebevoll sind, die herzlich sind, Herzensmenschen, die die Tiere lieben, schätzen, die Natur, und dass wir so sein können, wie wir sind, ohne Schnörkel, und dass wir wieder unseren Rhythmus finden, zur Natürlichkeit zurück. Und liebe Leute, wir, unsere Seele, hat sich einen Körper manifestiert. Ihr wisst, dass wir der Sieger waren von Milliarden von Spermien. Haben wir gewonnen, wir haben das geschafft, als pure Energie einen Körper zu manifestieren. Das ist eine Sensation. Und dieser Körper wünscht sich Materie, gutes Essen, schöne Kleidung, ein schönes Ambiente, ein schönes Haus. Und wenn wir einen Körper manifestieren können, was ist denn dann das zu manifestieren, was er braucht? Das ist eine der leichteren Übungen als das, was wir schon lange, lange geschafft haben. Und ich weiß, dass wir das miteinander wuppen. Da habe ich überhaupt gar keine Zweifel dran. Und deswegen starten wir in unser viertes Lebensjahr voller Schwung. Wir sind stolz, das sage ich jetzt einfach mal frei raus, richtig stolz, dass wir so schnell gewachsen sind und trotzdem gesund, weil wir das alles ohne Werbung und ohne Protegierung geschafft haben. Die Menschen haben uns gefunden und diese Menschen leuchten. Und deswegen haben sie unser Licht gesehen. Und was ich heute mit euch machen möchte, zur Feier des Tages, ist noch ein Tänzchen riskieren. Und zwar malen wir Herzen in die Luft. Erstmal für uns, ja, übers Gesicht, über den Herzbereich und über unser Wurzelchakra, was für alles Materielle steht. Und Herzen sind etwas ganz Besonderes. Alle Kinder dieser Welt malen Herzen gleich, ohne dass es ihnen gezeigt wurde. Und das Herz steht für einen Brückenfluss. Damit gleichen wir unseren Zentralmeridian aus und sorgen dafür, dass Energien nicht an uns rankommen, die uns schaden, und dass unsere Energien wieder in Gleichklang bringen. Deswegen tut es einfach gut, wenn wir das machen. Dieses Herzformen über uns, das tun wir erst für uns. Und dann schicken wir die Herzen in die Welt. Und in die Herzen könnt ihr dann die Liebe reingeben. Ihr könnt Menschen da reinstecken, Projekte, Visionen, Ideen, Situationen. Ihr könnt damit alles heilen und mit Liebe versehen. Und ich mache das dann immer in alle Himmelsrichtungen und in allen Größen. Kleine, mittlere und riesige. Und ich stecke all meine Liebe rein und schick's in die Welt. Ja, das machen wir. Und zwischendurch decke ich immer den Tisch mit Frieden und Liebe. Den Tisch für die Welt, fürs Haus, für die Umgebung, für die Stadt. Und zwischendurch gleichen wir mal unsere DNA in Wechselwirkung aus, die über Kreuzbewegung. Wenn ihr Lust habt, tanzt gleich mit. Ich bin sicher, es tut euch wieder gut. Und jetzt möchte ich auch im Namen von Yvonne nochmal ein dickes, dickes Dankeschön für euer Sein, für eure Gedanken, für eure Gefühle danken, Danke sagen. Und ich kann nicht in Worte ausdrücken, wie glücklich ich bin, Menschen
wie euch in unserem Kanal zu wissen, eure Energie zu spüren und euch auch zu wissen und zu spüren in der Begleitung, dass ihr mit uns jetzt wieder nach Kanada geht und all das, dass ihr dabei seid, das macht was mit uns und das ist mit Worten nicht zu beschreiben. Fühlt euch geküsst und mit Liebe geherzt. Und es ist wie Magie, denn ich spür die Euphorie, wenn ich tanz, wie ich tanz, wie ich bin. Es ist wie Zauberei und ich fühl mich wieder frei, denn ich tanz, wie ich tanz, wie ich will. Und es ist wie Magie, denn ich spür die Euphorie, wenn ich tanz, wie ich tanz, wie ich bin. Ich tanz, wie ich will.